Der vorliegende Antrag, der wäre auf eine lächerliche Art und Weise absurd, wenn wir außer Acht lassen würden, vor welchem Hintergrund wir diese Diskussion heute führen. Als wir vor, es war etwa knapp einem Jahr, schon einmal über einen ähnlichen Antrag sprachen, taten wir das wenige Wochen nach der Ermordung von Walter Lübcke. Ach Gott, ruft die AfD. Seitdem sind 12 weitere Menschen von rechten Terroristen ermordet worden. So viele bezogen auf den Zeitraum wie seit dem blutigen Jahr 1980 nicht mehr. Ich meine die Morde und Attentate der Wehrsportgruppe Hoffmann und der deutschen Aktionsgruppen. Auch Innenminister Seehofer, der wohl über jeden Verdacht erhaben ist, Mitglied der Antifa zu sein, erkennt unumwunden an, mittlerweile, die größte Bedrohung, die geht vom Rechtsextremismus aus. Wenn uns also der parlamentarische Arm des Rechtsterror erneut diese überflüssige Debatte aufzwingt, sollten wir über das dahinterstehende Kalkül nachdenken und uns klar werden. Es ist eine Beleidigung des Andenkens an Walter Lübcke, Mercedes Kirpatsch und alle anderen Todesopfer rechter Gewalt. Und es ist ein Versuch, die politische Debatte zu unterbinden, die notwendig ist, um rechten Terror zu stoppen und weitere Tote zu verhindern. Meine letzte Rede, die habe ich mit einem Dank an die Antifa beendet, und das möchte ich heute konkretisieren. Das Verbot des rechtsterroristischen Netzwerkes Combat 18 hätte es ohne die Recherche des antifaschistischen Portals EXIF nicht gegeben. Und Sie waren es auch, die wesentlich dazu beigetragen haben, die falsche Behauptung der Behörden, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke sei jahrelang nicht mehr in Erscheinung getreten, er sei so etwas wie ein rechter Schläfer, zu korrigieren. Danke, EXIF. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes verbindet die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus mit antifaschistischer Praxis in der Gegenwart. Danke auch an die VVN. Magazine wie das antifaschistische Infoblatt, der Rechte Rand und Lotta beobachten die Entwicklung der extremen Rechten mit Ausdauer, profunder Kenntnis und ehrenamtlichem Engagement. Danke unseren Magazinen. In verschiedenen Städten haben sich in den letzten Monaten Migrantifa-Gruppen gegründet, auch als Reaktion auf den rechten Anschlag in Hanau im Februar. Diese Gruppen, die verbinden antirassistische und antifaschistische Kämpfe und schlagen damit eine dringend notwendige Brücke. Damit stehen sie auch in der Tradition des migrantischen Selbstschutzes gegen rechte Übergriffe in den 90er Jahren. Danke, Migrantifa. Antifaschistische Archive wie das APAWITZ in Berlin oder AIDA in München sind Wissensspeicher, von denen politische Initiativen ebenso profitieren wie Journalisten und Journalistinnen. Diese Archive, das sind auch unbequeme Chronisten. Sie lagern Informationen über die Aktivitäten und Netzwerke der extremen Rechten, die Leute wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz gerne vergessen machen würden. Aber es wird nichts vergessen. Danke den Archiven. Wir vergessen nicht. Wir vergessen nicht die Namen der Ermordeten und auch nicht die Namen der Mörder. Wir wissen über die Netzwerke Bescheid und über die geistigen Brandstifter. Wir kennen die Leerstellen der Ermittlungen und die Versäumnisse der offiziellen Erinnerung. Und wir wissen auch, unsere Stärke, das ist die Solidarität. Sie verbindet uns auch hier im Haus, über Parteigrenzen hinweg. Und Ländergrenzen kennt sie auch nicht. Sie ist die Erinnerung unserer Erfolge und auch das Gedenken an unsere Niederlage für einen gemeinsamen Kampf für ein besseres Morgen für alle. Danke.